so sind wir wieder beim Start des Levels. Mehr oder weniger. Ich glaube, wir müssen sogar jetzt wieder Geiseln retten. Ja, ja. Aber wer darum denkt, das Spiel ist einfallslos, der wird spätestens im Level 4 von dem Teil überzeugt. Schau mal, der sieht ein bisschen aus wie, keine Ahnung, Fetischmensch. Boah, jetzt bin ich fucking Pikachu, ich bin elektrisiert, Leute. Oh, ich erinnere mich, hier irgendwann kann so ein... Okay, noch einer? Hier kann irgendwo unterm Baum nochmal jemand spawnen, glaube ich. Oh nein, ich nicht. Also, Fetischmenschen, hauen aufs Maul. Das ist super. Das ist ziemlich super. Ah, okay, ich habe ihm einfach zu bekommen. Ja, schau her, der kam von hinten. Der kam von hinten. Ich habe es gewusst. So, ich glaube, ich brauche die Geiseln gar nicht befreien. Aber ich mache es trotzdem, weil ich so ein herzenslieber Mensch bin. Ja, ja. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall auch noch einen Schlüssel finden. Ich glaube, den können wir sogar hier schon finden. Soweit ist es gar nicht bis dahin. Aber wir brauchen ihn erst in 2 Minuten. Ja, ja. Er ist vor meiner Nase gespawnt. Okay. So viel dazu. Halt! Bam, unsere Phrase hier. La 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 la. Das Spiel ist nicht Button-Bashing. Nein, nein. Absolut gar nicht. Nee. Nee. Ja. In seine Phrase. Hä? Okay. Er hat mich fast erschrocken. So, der. Ist da wieder jemand im... Der ist ja wieder am Quälen. Okay, noch mehr befreie ich, glaube ich, nicht. Obwohl... Ich meine, die Scheibe macht schon Spaß, ja? Also, ist schon super. Okay. Kommen wir zu dir. Die Scheibe macht halt Spaß. Aber ich glaube, ich erinnere mich an eine Person, welche gleich aufkreuzen wird. Hey. Okay. Knapp daneben. Okay. Was war das? Ich verstehe es gar nicht. Hi, schaut mal da. Was war denn das? Der Boss. Haha. Okay, gegen den Boss haben wir noch nicht das Vergnügen. Zuerst müssen wir einen Schlüssel finden. Den besagten Schlüssel. In die Phrase. Und gönnen uns nochmal. Wir finden hier echt verdammt viele Tränke, kann das sein? Hier ist noch jemand. Hopp. Ja, ja. Seht ihr das? Die Combo ist echt nice. Vor allem die Meerekinder. Du kommst zu spät, aber ist in Ordnung. Verbrenn in der Hölle. Verbrennt ihr eigentlich? Ich glaube nicht. Das ist schade. Wäre nice, wenn er brennen würde. Hatte wenigstens. Oh ne, hatte nicht. Okay, das ist schade. Brennen hätte ich mir gewünscht. Das juckt mir im Ohr. Okay. Wo ist dieser Schlüssel? Das sind Passagen, die meine ich. Da müssen wir den wohl suchen. Meh. Okay, ich glaube, hier kann er auf jeden Fall spawnen. Also hier ist er nicht. Daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, hier links wäre potenziell ein Spawn für den Schlüssel. Hier können wir gar nicht rein in die Ruine. Das ist schön. Als kleiner Mensch hat man das alles voll ausprobiert und alles ausgenutzt aus dem Spiel. Heute läuft man halt vorbei. Okay, in Fallout nicht. Aber Fallout gibt es auch viel zu entdecken. Okay. Ich glaube, so weit wird der Schlüssel jetzt... Obwohl... Hier könnte er auch sein, glaube ich. Wir werden ihn finden. Ja, ja. Mir fällt gerade eigentlich kein Rennen. Ah, ja, es ist nicht möglich. Seht ihr, er ist hinter diesem Baum. Da ist ein Spawn. Ist ein Spawn. So. Okay, jetzt aber. Wir schnappen uns diesen Schlüssel. Wir schnappen uns den wirklich. Wir werden ihn finden. Wir wollen die allerbesten sein. Keiner von uns war. Ich habe das Gefühl, er ist nicht da. Mir fällt jetzt echt nicht ein, wo er noch sein könnte. Sagt er nach 15 Sekunden suchen. Ich wünschte, es wäre 15 Sekunden. Ah, da ist er! Hey, der war vorher nicht da. Oder? Der war so true vorher nicht da. Wir haben hier gekämpft, der war vorher nicht da. Nein, nein, das kannst du mir nicht erzählen. Okay. Gehen wir durch dieses Tor. Und finden diesen schönen Sims-Diamanten. Ich glaube, das ist ein Checkpoint. Ja, das ist ein Checkpoint. Und dann lieber gleich eine Schriftrolle. Ich weiß nicht, können wir die lesen, ohne attackiert zu werden? Kann das Spiel pausen? Kann sein. Ich glaube schon. Nächste Mission. La 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 la. Ich glaube, der Boss ist sogar ein bisschen Schwierigkeit. Könnte vielleicht sogar eine Herausforderung werden.
Okay. Ah, seht ihr das? Ah, okay. X und Kreis. Also, ich glaube A und B. Um ihm... Ah, um ihm so einen Low-Kick zu geben. Ah, okay. Sowas habe ich mir nie damals durchgelesen. Ich weiß nicht warum. Ich hatte sogar auf Deutsch. Aber dass ich hier Kids bekomme, die ich den Boss gegen besser besiege. Moment, das geht so, ja? Ach ja. Und so. Ey, halt doch. Hat er mich auf den Arsch geklatscht? Okay. Ach, einfach zu. Einfach, oh. Okay. Ich versuche ein bisschen was. Was tue ich eigentlich? Okay. Ihr seht, da oben ist die Anzeige des Bossgegners. Das ist ein harter Brocken. Das ist durchaus ein harter. Ey. Ich kann blocken, finden wir leider. Alles klar. Kriegst mich nie. kriegst mich wirklich. Okay. Okay. Low Kick, ne? Oder kann ich nicht kontern? Sollte ich doch eigentlich auch. Ich probiere das jetzt rum. Ah, das ist gemeint. Habt ihr das gesehen? Diese Rolle. Also die wir normalerweise im Stehen machen, aber diesmal halt mit dem Fuß, weil wir halt wirklich Schissen sind. Alle hier. Wir sehen echt ein bisschen komisch aus. Wir sind echt alle ein bisschen sehr komisch aus. Hey, der ist fast down. Oh, er ist down. Didn't your mother ever tell you not to play with matches? Who sent you here? King Valerian repaid us to distract you while his soldiers kidnapped your friend on the road. They took her to his castle on the island of Kronos. This King Valerian better have a big army. Schaut mal ein Boot. Lass es uns betreten. Wir haben 10 Minuten für das Level gebraucht. Wow. Dieser scheiß Schlüssel. Okay. Das ist länger als erwartet. Aber hey. Die Insel von Kronos, einem... Wie heißt das nochmal? Zyklop. Genau, ein Zyklop, mit dem wir... Den wir besuchen kommen, mit unserem schönen Boot. Fragt mich nicht warum. Das ist mit eins meiner Lieblingslevel. Das ist verdammt stressig und das ist verdammt cool. Wer auf so eine Idee kommt, das ist echt eine geniale Idee. Ein Zyklop, der dich das ganze Level mit Steinen bewirft. Und der dadurch den Weg ebnet zu ihm. Was ein bisschen ironisch ist. Aber Zyklopen sind dumm. Ja. Seht ihr diese Steine? Zyklop, hilf mir. Okay, das war das Schild. So, bam. Es ist magisch. Es ist echt eine Kollege. So, müssen wir aufpassen vor dem Geröll. Da können wir nicht hoch. La 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 la. Jetzt kommt eine Jump-Run-Passage. Ich glaube, bei der wir sogar verrecken können. Und hier können wir nicht hoch. Ne, wir sliden mal runter. Okay. Hier können wir verrecken. Aber wir kriegen das hin. Das habe ich immer hinbekommen, ne? Wir können das Klumpus auch nicht schlagen. Beziehungsweise bewerfen. Hey, da ist schon ein Checkpoint? Das ging schnell. Ah, diese Rolle habe ich vorhin aber nicht gemacht. Das ist stark. Mir fällt gerade eigentlich Rush voll durchs Level. Es geht schneller als erwartet. Naja. Den kenne ich doch auch noch. Well, Xena, looks like you're not doing so well. You failed your friends, made a long trip to this crummy place, and you still have no idea what you're up against. Ares? If you have anything to do with this, I swear I'll... The question is... If you try to fail and succeed, which have you done? You'll have to start trying a little harder, unless you want to succeed at failure. I have more important things to do than listen to riddles. Zu diesem Dude gibt's auch eine interessante Story. Ich habe nie einen Plan gehabt, was der labert. Also auch auf Deutsch. Ich habe nie verstanden, was das soll. Und er kam auch nie wieder dran. Aber ich habe das Spiel auch nicht durchgespielt, glaube ich. Naja, ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt damit. Aber ich hatte nie einen Plan, was der Typ von mir wollte. Und warum er da war und irgendeinen Scheiß gelabert hat. Ja, ja. Okay. Wir sollen ihn am Auge treffen. Und dann sollen wir ihn von der Klippe stürzen. Ich mag dieses Level ja sehr. Aber wer auf Logik in Spielen steht, wird hier vielleicht ein bisschen auf Fragen stoßen. Sie sehen diese Hände. Man muss sich vorstellen, da ist ein Zyklop, ja? Der ist so groß wie dieser fucking Berg. Kann mich mit tonnenschweren Steinen bewerfen, ja?
Und dieser Dude, der hält sich an einer Hand fest. An dieser Hand. Das heißt, wenn er diese Hand nicht mehr hält, also am Berg hat, dann fällt er runter. Jetzt erzählt mir bitte, wie das funktioniert. Egal. Auf jeden Fall, da ist er. Unser hübscher Kollege. Na? Ja, Uga Uga. Hast du eine Faust? Und dann willst du mich töten, ha? Kriegst aber nicht hin. Ja, wenn wir ihm nahe kommen und zu sagen, hey, ich zerschmetter den Finger, denkt er sich, hey, ich zerschmetter dein Gesicht. Und darum zerschmettern wir sein Gesicht. In seine Phrase. Okay, dann rennen wir da mal schnell hin. La, la, la. Irgendwie war das damals schwerer, glaube ich. Okay, jetzt kann es vielleicht auch schwerer werden. Und noch ein. Am kleinen Finger hält er sich gerade fest, ja. Und, au, au, okay, au, nein, nein, nein. Nein, nein! Ha! Du Fucker! Zum Glück war das nicht knapp. Okay. Da haben wir ihn auch überlistet, würde ich sagen. Den Zyklopen. Ich hoffe, hier beendet, wird das Level beendet, weil... Jetzt von so... Ja, hier wird das Level beendet. Bin ziemlich sicher. Dial of Kron. In 4 Minuten. In knapp 4 Minuten. Ja, GG. Aber ich glaube, wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, dann wird das schwerer. Dann wird das vielleicht schwerer. Okay, jetzt kommen wir aber wirklich auf jahrelanges Neuland.